Your Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. So schön, dass ich Sie begrüßen darf, meine Damen und Herren. Ja, Gerhard Pellegrini am Mikrofon, das ist richtig. Und die Sendung, die heute hier läuft, die heißt Soul Kids, Kinder der neuen Zeit begleiten, eine Serie mit Theresia Maria Stöckel-Trax. Sie ist über Zoom dazu geschaltet. Hallo, Theresia Maria. Hallo, Gerhard. Es ist wieder soweit. Juhu. Yippie. Super. Ja, meine Damen und Herren, Dr. Theresia Maria Stöckel-Trax ist Kinderärztin. Sie hat eine Praxis für Entwicklungsheilkunde, begleitet Kinder, Jugendliche, Eltern, auch Kinder, die hochsensibel, hochbegabt sind. Und diese Serie Soul Kids, die übrigens den Titel hat sie selbst sich ausgesucht, das finde ich so schön, weil Soul ist ja auch ein Sinnbild für diese neue Zeit und für diese Sonne und diese Herzensverbindung, die du ja auch mit den Kindern der neuen Zeit auch so siehst. Also du sagst immer, diese Kinder der neuen Zeit, die haben eine besondere Verbindung zum Herzen, gell? Ist das richtig? Ja, tatsächlich habe ich das gemerkt, wie ich dies, dadurch, dass ich die Kinder begleite und die zu mir kommen, dass die A, schon viele Herzen malen auf ihren Bildern und B, einfach so eine herzgesteuert sind, auch noch über diese Kleinkindzeit hinaus und sozusagen mit dem Herzen sehen. Und ich habe schon Kinder gehabt, die haben Bilder gemacht mit Herzensaugen, ganz, ganz interessant. Ja. Ah, da fällt mir das Emoji ein. Herzensmund. Ja, wirklich. Welche Bilder gibt's? Heute werden wir wahrscheinlich noch erfahren, eine kleine Übung, wie man sich mit dem Herzen verbindet. Der Titel dieser Sendung jedenfalls, der heißt Meta Emotion. Das klingt aber schon spannend, muss ich sagen. Meta Emotion. Was bedeutet das? Bitte. Ja, das ist ein cooles Wort. Mir hat selber gefallen, wie ich es das erste Mal als Buchtitel gelesen habe. Es bedeutet letztlich, dass wir, Emotion, das sind ja die Gefühle und so, dass wir die Gefühle beobachten lernen. Und das ist oft total hilfreich, wenn wir so voll von unserem Gefühl beherrscht sind, dann ja, tun wir auch manchmal Sachen, die wir vielleicht gar nicht so gern wollen. Manchmal erzählen mir Eltern, ich will ja mein Kind nicht anschreien, was ist denn da los? Und da ist es total schön, wenn wir in diesen Beobachterstatus kommen. Und es gelingt tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, indem wir uns mit dem Herzen verbinden. Jetzt fragst du vielleicht, wie geht es? Ja. Es ist total einfach. Im Grunde, ja, wenn es uns möglich ist, ist es ein bisschen leichter, wenn wir eine Hand aufs Herz und eine so auf den Bauch legen. Also ihr seht mich jetzt nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Aber ich muss dazu sagen, diese Sendung wird auch aufgezeichnet als Video und kann man sich dann auf unserer Plattform anschauen, Planet Soul TV, und auch natürlich auf deiner Webseite entwicklungsheilkunde.de, da hast du auch einen Link dazu. Mhm. Genau, da kann man dann alle die Sendungen auch machen. Hand aufs Herz. Herz. Ja, eine Hand aufs Herz und vielleicht eine noch auf den Bauch. Und dann einfach nur mal dreimal atmen. Hm. Und tatsächlich, also ich weiß eben, weil ich auch Gehirnuntersuchungen mache, so Brainmaps und Neurofeedback, da weiß ich, dass mit drei Atemzügen kommt unser ganzes System schon wieder etwas zur Ruhe und dann können wir in den Beobachterstatus gehen und plötzlich merken wir, hoppla, was ist denn da los? Was ist denn gerade mit mir los? Und können uns dann fragen, welches Gefühl habe ich denn? Und selbst wenn wir es nicht benennen können, können wir vielleicht fühlen, wo es sitzt, ob es mehr im Bauch oder im Herzen oder im Hals oder in den Händen sitzt. Mhm. Und dadurch entschärft sich und spannt sich oft schon eine Situation und wir sind nicht so diesem Gefühl ausgeliefert. Mhm. Schön, ich habe auch schon dreimal durchgeatmet jetzt. Mir geht es schon super gut. Sehr schön. Mein inneres Gefühl sagt, es ist Zeit für ein schönes Lied. Ja, das auf jeden Fall gut. Wunderbar. Also heute, meine Damen und Herren, geht es um Meta-Emotion, wie wir in den Beobachterstatus unserer Gefühle kommen können. Warum das ganz hilfreich ist, das werden wir gleich nach dem nächsten Song erfahren. Du hast dir heute die Songs ausgesucht. Das ist auch immer so schön, diese persönliche Note auch musikalisch über die Sendung zu tragen. The Power is Here and Here Now. Wunderschöner Song von dir wir ausgesucht. Wir kommen wieder in die Power dadurch. Genau, jetzt. Und ich muss auch sagen, das ist ein Song, wo ich mich gerne zurücklehne und wirklich die Augen schließe und ihn genieße, inhaliere. Alexia Schellun hier mit The Power is Here Now auf Radio Soul.
is here now. The power of now is here now. The power of you, me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life. Such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Haben Sie es gespürt? The power of love is here now. Über den Äther hinausgegangen in das Kollektiv, über Radio Soul. Wunderschön. Sehr schön. Ich habe es gespürt. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben, Therese Maria und ich, wir haben ja uns hier im Zoom, wir sehen uns, wir haben so richtig mit, wie eine Welle sind wir mitgegangen mit dem Song. Gell? Ja, genau. Das geflossen einfach. Ja. Schön. Also, das ist ja auch schon Meta-Emotion. Nein, das ist schon mehr als Emotion. Super. Meta-Emotion. Okay, also,
Natürlich, Emotionen, Gefühle, das ist pures Leben und manchen Situationen aber, wenn wir außer uns geraten sozusagen, sprichwörtlich, dann ist es besser, mal aus der Emotion herauszusteigen und das ist gemeint mit Meta-Emotion, sich einmal von oben aus der Adlerperspektive zu betrachten, hey, was hat mich denn da jetzt so getriggert oder warum bin ich jetzt so emotional in eine Wut, in einen Ärger gekommen oder so weiter. Da macht es schon Sinn, mal herauszusteigen. Ne? Ich glaube, das ist das Konzept von Meta-Emotion jetzt. Ja, genau. Das, weil wir wollen ja eigentlich verbunden bleiben. Wir wollen ja mit unseren Kindern oder mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind, verbunden bleiben. Und wenn dann besonders negative Gefühle oder so sehr stark werden, dann ist es richtig schwierig. Dann kann auch so eine Herzensverbindung mal ein bisschen unterbrochen werden. Und wenn es uns dann gelingt, uns selber wieder mit dem Herzen zu verbinden, mit den Atemzügen, dann sind wir plötzlich auf einer Metaebene. Also schauen so von oben auf uns und bemerken, hoppla, was ist denn da los? Und du hast schon ein ganz kostbares Wort gesagt, was hat mich da so getriggert? Mhm. Das ist nämlich tatsächlich oft der Fall, wenn die Emotionen so richtig hochkochen und man wundert sich dann vielleicht nur, ja, wieso regt das andere nicht genauso auf wie mich? Mhm. Und man beobachtet es vor allem auch in seinem Umfeld und denkt sich, ja, meine Güte, da reagiert aber jemand über, das ist aber, wäre aber gar nicht nötig gewesen. Also am besten sieht man es natürlich immer beim Partner, aber auch sonst bei Freundinnen und bei den eigenen Kindern wundert man sich ja, warum. Das gibt doch gar keinen Grund für so eine starke Reaktion. Und tatsächlich passiert es uns oft. Also jedem geht es manchmal so, dass er einfach so in sich plötzlich wie gefangen ist. Und auf die Palme dann, geht. Genau, auf die Palme geht. Und interessanterweise, also das merke ich in meiner Arbeit dann mit den Eltern, wenn ich frage, ja, welches Gefühl löst zum Beispiel die und die Situation mit ihrem Kind aus, dann beobachten sie, gehen sie auch in diese Meta-Emotion, beobachten sie, ah ja, dieses Gefühl und wenn wir diesem Gefühl dann weiter folgen, das tue ich dann oft mit Brainspotting oder mit Emotionalkörpertherapie und dann landen sie bei einer Situation aus der eigenen Kindheit. Mhm. Und das ist tatsächlich oft so, wenn wir so überreagieren, dann kommt da sozusagen eine kleinere Version von uns zum Vorschein, die irgendetwas nicht verkraften konnte, überfordert war, ohnmächtig war und dann wirklich entweder hoch auf den Baum geklettert ist oder weggelaufen ist oder losgeschrien hat. Und das sind eine Reaktion, die tatsächlich auch im Erwachsenenalter in manchen Situationen ausgelöst werden können bei ansonsten völlig friedlichen Menschen. Und wir wundern uns dann selber über uns. Also ich kenne das auch, ganz bestimmte Situationen, da kommt so ein starkes Gefühl und dann ist es richtig wichtig, ein bisschen Abstand zu diesem Gefühl zu gewinnen, damit wir es verarbeiten können und damit auch unsere Umgebung nicht die volle Ladung abkriegt. Ich finde das Konzept mit dem Trigger insofern auch sehr heilsam, weil wir dann nicht sozusagen die Unzulänglichkeit nur auf das Gegenüber richten, sondern auch einmal wach werden und auch auf uns selbst schauen und auch fragen, warum hat das mich so getriggert, was ist in mir noch? Und damit kann viel besser Heilung passieren auf beiden Seiten. Ja, das ist tatsächlich spannend und heute hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Mutter, die hat mir erzählt, sie hätte in einem Buch gelesen, man könne sich vorstellen, wenn die eigenen Eltern sozusagen immer, was heißt alles richtig gemacht hätten, aber wenn sie sozusagen die beste Version ihrer selbst gewesen wären, wie wäre dann meine Kindheit gewesen? Und das ist auch, finde ich, total interessant, sich das mal vorzustellen, weil jeder Mensch hat ja die verschiedenen Anteile und wenn er sozusagen die erwachsene, reife, liebevolle Version seiner selbst immer ist, wie ist es dann für das Kind oder wie wäre das für uns selber gewesen als Kinder? Wie hätten wir uns da gefühlt? Und das ist auch, das ist einfach schön in dieser Vorstellung, kann auch schon Heilung passieren. Mhm.
Also es geht auch über mehrere Generationen, wie Heilung passieren kann. Das schauen wir uns, glaube ich, nach dem nächsten Song an. Ayla Schafer hast du da ausgesucht. Vuela con el viento. Viento heißt Wind, aber weißt du, was der ganze Titel heißt? Ich glaube, fliegen mit dem Wind, okay, oder so. Da fliegen wir los. Jetzt geht's los. In die Lüfte. Los alas de amor, condorcito, traenos medicina del cielo, illumina mi interior, volando. Enseña el camino, llévame con tus alas de amor. Condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando me enseña el camino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida. Con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Por mi vida, Pachamama, yo te
fliegt mit dem Wind. Vuela con el viento. Ayla Schafer ist eine mehrsprachige World Folk Sängerin mit traditioneller und tribaler Musik, habe ich gerade nachgeschaut. 37 Jahre alt, ihre junge Frau. Und mit diesem Song ist sie weltbekannt geworden, also internationale Bekanntheit dadurch bekommen. Und hier auf Radio Sol zum ersten Mal gespielt heute, für dich heute. Super, das ist doch cool. Ja, war doch eine herzzentrierte Musik, würde ich sagen. Ja. Ja, schön. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben gesagt, Generationen. Das heißt, wir können Heilung durch Meta-Emotion, durch diese aus der Adler-Perspektive unsere Gefühle betrachten, auch Heilung passieren, auch über mehrere Generationen. Wie hast du das vorhin gemeint? Ja, tatsächlich. Genau, sind wir ja sehr geprägt einfach durch unsere Eltern, aber oft die Eltern sind wieder durch ihre Eltern geprägt. Mhm. Und so spricht man von diesem Transgenerationalen, das so von Generation zu Generation oft weitergegeben wird, die Talente, aber auch die Probleme, sage ich mal, die Traumatisierungen, die Störungen. Und da das sehr früh weitergegeben wird, also in den ersten Jahren, ganz besonders in den ersten 3, aber dann so in den ersten 7 Lebensjahren, haben wir da wenig Perspektive dazu, sondern das gehört einfach zu uns. Und jetzt ist es aber so eine Zeit, wo unsere Kinder oft so aufgeweckt sind und plötzlich zum Beispiel Gefühle ausdrücken. Uns wurde abtrainiert, also vielen Frauen und Mädchen wurde abtrainiert, wütend zu sein. Ja, das ist man halt nicht. Ein Bub darf noch eher stampfen und schreien, aber ein Mädchen, das stampft und schreit, das ist einfach, da muss man sich dann schämen als Mutter, das möchte man halt nicht. Und jetzt haben wir plötzlich ein Kind, das stampft und schreit. Und das macht uns ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil wir wissen, das darf man nicht. Und aber wir können das Kind nicht unter Kontrolle kriegen. Und da, wenn man dann plötzlich merkt, ja hoppla, was passiert da eigentlich gerade, dann merkt man, ja, ich erlaube mir, diese Emotionen gar nicht zu zeigen. Also ich erlaube sie mir gar nicht zu fühlen, zu zeigen. Und dann taucht vielleicht auch ein Bild auf, so wo man als kleines Mädchen gestampft hat und wo das eben nicht gut geendet hat. Und wahrscheinlich ist die eigene Mutter auch schon so geprägt worden, dass sie auch nicht stampfen und schreien durfte. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, indem wir uns das plötzlich bewusst machen, auch diese Wut wieder mal zu fühlen oder über die Kinder zumindest einen Kontakt zu diesem Gefühl zu bekommen und dann das zumindest zu benennen. Ja, also natürlich haben wir die Tendenz, das Gleiche zu sagen wie unsere Eltern. Ja, das macht man nicht und sei nicht so wütend, stell dich nicht so an, führ dich nicht so auf. Aber plötzlich, wenn wir auf diese andere Ebene kommen und noch die Verbindung wieder zu unserem Kind herstellen, dann merken wir, das Kind ist ja in Not. Da ist etwas passiert, was für das Kind nicht gut war, was seine Grenze überschritten hat. Und plötzlich können wir das wahrnehmen und damit lösen wir ein Muster auf, das sonst einfach immer weitergegangen wäre. Mhm. Verstehe, also manche Dinge wie eben laut brüllen und stampfen, das tut man ja nicht, aber man kann auch einen anderen Weg einschlagen, das heißt auch die Gefühle würdigen und da gibt es eine Emotionalkörpertherapie Light, hast du das so genannt, vielleicht willst du uns darüber etwas erzählen. Ja, also das ist etwas, was man selber tun kann, mache ich selber auch manchmal, wenn ich merke, hoppla, da stimmt was nicht. Also erst ist dieses überhaupt in Verbindung gehen mit dem Herzen, über diese Hand aufs Herz, paar Mal atmen und dann merkt man plötzlich, ja, da ist ja Wut. Das macht mich ja wütend, wenn mein Kind sich so aufführt. Und dann spürt man plötzlich die Wut, die sitzt ja im Bauch. Und dann in dieser Emotionalkörpertherapie, die besteht eigentlich nur aus 4 Sätzen. Der erste Satz ist dann mein Gefühl, also meine Wut, ich begrüße dich. Mhm. Und dann muss man natürlich ein paar Mal schnaufen, weil so einfach ist es ja gar nicht. Wenn man ein paar Mal geschnauft hat, dann ist der nächste Satz meine Wut, ich danke dir, dass du dich zeigst. Also man würdigt wirklich die Wut und sagt, ja, sie hat einen Sinn, irgendwas passiert gerade, was für mich nicht gut ist. Und dann wieder mehrfach atmen. Und wenn man dann das irgendwie schafft, das klingt jetzt
counterintuitiv sozusagen, aber dann zu sagen, meine Wut, ich nehme dich in Liebe an, ist ein Riesenschritt und meistens löst sich dann schon alles. Und dann kann man auch der Körperstelle sozusagen, wo sich die Wut gezeigt hat, also den Bauch oder dem Herzen, einfach ein bisschen Liebe zuwenden, indem man es streichelt oder einfach die Hand dort hat. Und wenn dann die Wut immer noch da ist, dann kann man sie fragen, meine Wut, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Mhm. Und dann ruhig, ja, sich einfach, was so als Gedanken kommt, was so als Idee kommt, was sich die Wut vielleicht wünscht, irgendwas völlig Komisches. Sie möchte, manchmal möchte sie einfach noch ein bisschen da sein dürfen. Sie möchte gesehen werden. Mhm. Sie möchte ihre Berechtigung wieder bekommen. Oder sie möchte was ganz Konkretes. Sie möchte zum Luftballon werden und aufsteigen und so. Und das kann man dann tatsächlich im Geist, es könnte im Geiste diesem Gefühl geben und damit passiert was. Dann ist in der Regel dieses Gefühl nicht mehr das Gleiche und manchmal ist dahinter was, manchmal ist dahinter eine Ohnmacht oder eine Angst und dann kann man mit diesem neuen Gefühl auch wieder so vor sich gehen und kann sich da so durch diese Schichten langsam bewegen. Und natürlich ist es nicht, kann man es nicht von heute auf morgen, aber das hilft dann auch den Kindern sehr, sehr viel besser, wenn man plötzlich sagt, ja, wo sitzt denn deine Wut? Zeig's mir doch mal. Und dann, ja, die begrüßen wir jetzt mal, komm. Dann ist oft bei den Kindern die Luft eh schon raus und sie sagen, ja, die Wut und der war so doof. Und dann können sie plötzlich sprechen und alles kommt wieder in Fluss und vor allem der Kontakt ist geblieben oder wiederhergestellt. Mhm. Wunderschön. Wow, also wir machen jetzt wieder einen Song, der darf das auch gleich unterstreichen, was du hier gesagt hast. Mich hat das gerade sehr berührt. Und zwar, Lakshmi, I choose to live in love. Ich wähle, in Liebe zu leben. Das ist dein dritter Song heute von Sam Garrett. Und gleich machen wir weiter im Interview. Super, ja, schön. Freut mich. Tree.
Sam Garrett hier auf Radio Soul. Samuel Alexander Garrett ist ein englischer Singer-Songwriter und er hat schon mit 13 Jahren sein Debütalbum auf den Markt gebracht. Ein Kind der neuen Zeit, würde ich sagen. So schön. Ja. Lass mal noch. I choose to live in love, wunderschön, in grace. I walk softly on this earth in the light of God's name. Genau, ein Kind der neuen Zeit. Sie werden heute Soul Kids, Kinder der neuen Zeit begleiten, hier mit Theresia Maria. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul, deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Yeah, Therese Maria, unser greatest show. Das macht mir immer Spaß mit dir. Ja, auch total. So, weil wir waren bei der Emotionalkörpertherapie, das fand ich sowas von berührend, nämlich Gefühle nicht verdrängen, sondern würdigen. Das heißt, das Gefühl begrüßen, dankbar sein, dass es da ist, es aufzulösen und dann, wenn es nicht weggehen möchte, auch noch einmal fragen, hey Gefühl, warum bist du da, was möchtest du gerne von mir? Oder, und dann passiert etwas im Kopf, im Gehirn, nicht nur im Gehirn, auch emotional. Nicht? Ja. Ja. Hoffentlich. Ich meine, das ist ja, wenn du im Kopf es hast, dann ist es ja, das, wie wenn es real wäre, weil das Gehirn kann ja kaum unterscheiden, ob es jetzt real ist oder nur ausgedacht ist. Aber wenn es im Kopf passiert und im Gefühl, dann ist es ja für dich als Mensch real. Ne? Also heiser. Ja, tatsächlich, unser Gehirn, wenn wir was im Geiste tun, sozusagen in der Vorstellung, dann ist es für unser Gehirn real und das bietet eine ganz tolle Möglichkeit der Transformation. Also wir können Situationen transformieren. Ich habe schon Leute erlebt, die haben ihre Geburt transformiert. Mhm. Also die Geburt mit ihrem Kind in der Regel zuerst, okay. Aber am Schluss auch noch die eigene, dass plötzlich aus einer Ohnmachtssituation eine schöne Situation wurde, wo sie Hilfe bekamen und wo das Kind gut zur Welt kommen konnte. Also es ist so viel möglich jetzt und wir dürfen es uns leicht machen. Die Gefühle wollen einfach gefühlt werden. Sie sind sowieso die Würze des Lebens. Und wenn wir so ein bisschen auf diese Metaebene kommen, so ein bisschen in den Beobachterstatus, dann gelingt es uns auch, starke Gefühle mit denen umzugehen und sie nicht zu projizieren auf irgendwelche anderen Menschen, sondern zu merken, hoppla, da hat mich was getriggert, da gibt es noch was aus meiner Geschichte, da ist ein kleines verletztes Ich da. Mhm. Und auch da können wir weitergehen und das dem Liebe zu wenden aus unserer heutigen Situation, weil jetzt sind wir erwachsen, die meisten von uns sind reife Menschen, die ja ihr Leben meistern, viele haben Kinder und stemmen das tagtäglich und jetzt können wir uns um diese Kleinere in uns kümmern, diesen Kleineren, der damals halt nicht genau das bekommen hatte, was er gebraucht hätte und ja, damals, die Menschen waren aus einer anderen Zeit, waren selbst verunsichert, traumatisiert und konnten es uns nicht geben. Und sie können es heute auch noch nicht, aber wir können es jetzt selber und das ist das Tolle. Mhm. Schön. Ja, danke, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast. Meta-Emotion, heute der Sendungstitel. Und wir haben heute erfahren, man kann Kinder besser verstehen dadurch. Das ist ein Nutzen daraus.
Und man kann sich sogar selbst besser verstehen und man hat auch mehr Handlungsspielräume, wenn man nicht so ein mit Scheuklappen durch die Welt geht, sondern hier ein offenes Feld macht. Ja, sehr schön. Inneres Kind, ist das noch ein Thema? Wollen wir das kurz ansprechen, so am Ende der Sendung? Ja, eigentlich sind wir schon mittendrin. Genau, schon, das tatsächlich taucht dann. Jeder Mensch hat ein inneres Kind, ne? Also auch eine. Wie kann man das verstehen, für jemand, der das noch nie gehört hat? Ich bin ein erwachsener Mann und soll ich ein inneres Kind haben, zum Beispiel? Ja, genau. Also ich dachte mal so, wir waren ja alle mal Kinder. Das ist einfach eine Tatsache. Wir sind geboren worden, wir waren im Bauch der Mutter, wir sind geboren worden. Wir haben unsere ersten Schritte gemacht. Wir sind irgendwann in den Kindergarten, in die Schule gekommen. Wir haben Abenteuer bestanden. Und da gibt es natürlich viele Situationen, wo so ein Kind in der Realität überfordert ist. Also das müssen gar nicht die total schlimmen Todesfälle oder Unfälle sein, sondern sind oft auch kleinere Sachen, dass einfach eine Mutter keine Zeit hat, weil das Geschwister da ist und oder selbst nicht gelernt hat zu trösten und dann schimpft sie das Kind eher, wenn es krank wird oder wenn ihm irgendein Missgeschick passiert und das Kind denkt, oh, ich brauche eigentlich was, also fühlt eigentlich was völlig anderes. Und so gibt es ganz viele Situationen in unserem Leben, wo wir überfordert waren, vor allem als Kinder. Und diese Situationen, wenn die sehr überfordernd waren, dann hinterlassen die sozusagen noch so ein Gefühl, oft nur im Körper, wir können es manchmal gar nicht benennen. Und dieses Gefühl, Gefühle, damit sie, oder Situationen, sagen wir, damit sie abgespeichert werden können, brauchen ein Zeit- und ein Ortstempel. Also die müssen irgendwie in einem Kontext sein. Dann kann unser Gedächtnis sagen, okay, kommt in den Aktenschrank der Vergangenheit, da ist es gut aufgehoben und das können wir hervorholen, aber das macht uns im Alltag nichts. Aber diese Situation, die wir nicht verarbeiten konnten, da bleibt oft noch so ein Gefühl übrig oder eine Körperempfindung und die wird immer wieder mal hervorgeholt. Das ist wie so ein Zettel auf dem Schreibtisch, der dann auch rumliegt und ab und zu nach oben gespült wird. Und das sind diese Gefühle, die einfach stärker sind, die wir uns selber nicht erklären können. Ängste, die nicht jeder hat, sondern der eine hat die Angst, im Wasser den Kopf unter Wasser zu tun und der andere macht es total normal und vielleicht. Und das ist tatsächlich eine Hilfe, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass diese Anteile von uns auch zu uns gehören. Oder wo wir wirklich verletzt wurden von den Gefühlen her oder physisch oder eben Unfälle, natürlich sowas hinterlässt Spuren. Und das weiß eigentlich jeder, dass manche Situationen einen überfordern, ohne dass wir es uns erklären können. Und oft sind diese Erinnerungen, diese Erfahrungen aus der frühen Kindheit dafür verantwortlich und man spricht dann so salopp, sag ich mal, da gibt es ein verletztes inneres Kind. Und im Grunde haben wir alle nicht nur eins, sondern da ist eine ganze Mannschaft da und manchmal kommt halt die auch und manchmal der. Und es ist ja schön, weil die wollen einfach noch eine gewisse Aufmerksamkeit. Und oft, wenn wir ihnen die Aufmerksamkeit schenken, dann sind sie zufrieden und haben dann das bekommen, was sie damals gebraucht hätten. Und dann, ja, gehen sie sozusagen, integrieren sie sich in uns. Schön. Ja, das ist auch der Inhalt deiner Entwicklungsheilkunde. Du hast ja die Praxis für Entwicklungsheilkunde, denn das sind diese Entwicklungsstufen oder Traumata, die es halt gibt und die kann man eben, wie wir heute auch gehört haben, würdigen und auflösen. Das macht mehr Sinn, dann hat man nicht ständig wieder neue Energie bereitzustellen, um immer wieder auf ähnliche Situationen wieder zu reagieren, sondern man kann sie auch mal loslassen und in den Aktenschrank abgeben dann. Ne? Genau, ja, das ist auch total wohltuend. Also wenn dieses innere Kind plötzlich bekommt, was es damals gebraucht hätte, dann merkt man richtig, wie der Erwachsene auch zu strahlen beginnt und froh ist, weil es ihm einfach gut tut, dass er gesehen wird. Jetzt haben wir gedacht, du bist ja Kinderärztin und hast diese Praxis für Entwicklungsheilkunde ja für Kinder, Jugendliche. Und wenn jetzt Eltern mit den Kindern kommen, dann können die natürlich auch davon profitieren. Und was machen jetzt die keine Kinder haben, dürfen die auch zu dir kommen? Ja, tatsächlich kommen auch manchmal sozusagen Erwachsene zu mir. Also ich habe auch Online-Termine oder so. Und wenn, ja,
Also inzwischen, oder ich bilde auch Therapeuten aus in dieser Arbeit mit dem inneren Kind. Und ja, es gibt immer viele Möglichkeiten. Und es gibt auch noch ein Buch. Moment. Ja, richtig, du bist ja auch Buchautorin. Du zeigst gerade genau, das Buch in Kamera. Genau, da steht sehr viel drin. Das ist oft ein schöner Einstieg. Frohe Kinder, freie Eltern. Aber im Grunde kann es jeder lesen. Da geht es eben um diese Entwicklungs-, diese Verletzungen in der Entwicklung und was es alles für Möglichkeiten gibt, denen zu begegnen. Und oft allein schon durch das Lesen verändert sich etwas. Und plötzlich hat man einen neuen Blick auf die Situation und schon ist es ist nicht mehr so schwer oder so komisch. Wunderschön. Gut, dass du das noch erwähnt hast. Also du bist ja auch Buchautorin, Frohe Kinder, freie Eltern oder das Buch Blissful Leben, haben wir auch schon eine Sendung darüber gemacht. Oder Herzenskinder, Herzensmenschen. Ja, und wenn man mit dir in Verbindung treten möchte, am besten über die Webseite, nehme ich an. Über die Webseite, ja. Es gibt bald noch mehr Online-Termine, habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Okay. Ja, haben wir an alles gedacht heute? Ich glaube schon. Super. Ja. Noch irgendeinen Tipp, den du uns noch mitgeben möchtest oder etwas, was dir noch am Herzen liegt? Der Freude folgen. Ich war am Samstagabend auf einem wunderschönen Mutmacherkonzert von einer spanischen Künstlerin, die wieder ihre Flamenco-Leidenschaft rausgesucht hatte, nachdem sie eine Krebsdiagnose hatte. Ja. Und die hat wirklich gesagt, folgt der Freude folgen und das tun, was einem Freude macht und das loslassen, was einem keine Freude mehr macht. Und ich habe gedacht, ja, da kann ich wirklich was wieder lernen und das gebe ich euch weiter, folgt der Freude. Wunderschön. Na, schöner könnte es ja gar nicht sein. Wunderschöner Abschlusssatz heute für diese Sendung. Dr. Therese Maria Stöckel-Drax heute wieder bei uns auf Sendung. Die Serie gibt es auf unserer Plattform, auch auf deiner Webseite, die möchte ich nochmal durchsagen, entwicklungsheilkunde.de. Also, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal. Und hier kommt dein vierter Song, Don't Stop Me Now. Jetzt sind wir nicht mehr zu stoppen. Queen. Ciao, ciao. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Don't stop me.
time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Try now. I'm having a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Das ist Radio Soul. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, besuchen Sie uns doch im Internet. RadioSoul.at. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment.